Ja, herzlich willkommen zur Infosession des Masterprogramms Sozialwirtschaft und soziale Arbeit. Mein Name ist Peter Steppeneck, ich bin der Studiengangsleiter und mit mir ist heute Helga Eberherr hier. Sie ist Lehrende und Forschende ebenfalls bei unserem Studiengang. Ja, unser Masterprogramm verbindet drei wichtige Perspektiven. Wir blicken auf die Sozialwirtschaft als eine sehr spezifische Branche, die soziale Dienstleistungen erbringt. Wir blicken auf die soziale Arbeit als die bedeutendste Form der Dienstleistung innerhalb der Sozialwirtschaft. Und wir haben das Sozialmanagement im Blick, wenn es darum geht, wie man Leitung und Management in einer Sozialorganisation betrachten, organisieren und leben möchte. Wir haben heuer ab Herbst, Wintersemester 2022 ein vollkommen überarbeitetes Studienprogramm. Das heißt, Sie können sich darauf freuen, ein brandaktuelles Curriculum zu erleben. Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv damit beschäftigt, herauszufinden, welche aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen es in der Sozialwirtschaft gibt und haben hier mit Forscherinnen, mit Praktikerinnen, aber auch mit Absolventinnen nachgedacht und eben ein neues Programm zusammengestellt, das ich Ihnen heute auch präsentieren möchte. Wir haben auf der Ebene des Studienprogramms vier zentrale Kompetenzen, die Sie mitnehmen. Sie werden Sozialmanagement-Kompetenz erwerben. Sie werden Leadership-Kompetenz erwerben, wenn es darum geht, Organisationen zu entwickeln und Mitarbeiterinnen zu führen. Wir wollen Sie auch mit Analyse- und Entwicklungskompetenz ausstatten, wenn es darum geht, Forschung zu betreiben, aber auch vielleicht um Entwicklungen voranzutreiben, um Innovationen auf den Weg zu bringen, um vielleicht auch einmal etwas zu evaluieren. Und Sie bekommen bei uns auch internationale und transkulturelle Kompetenz. Um das zu ermöglichen, haben wir sechs Lernergebnisse auf Programmebene formuliert. Da geht es darum, dass Sie die Sozialwirtschaft als Handlungsfeld erfassen, das eben spezielle Voraussetzungen und andere Maßstäbe hat als andere Felder der Wirtschaft oder der Gesellschaft, dass Sie sozialwirtschaftliche Organisationen operativ managen können, aber auch strategisch managen können. Das heißt, auf kurze und auf mittel- und langfristige Sicht eben planen und managen, dass sie auch Innovationen nachhaltig auf den Weg bringen können, auch praxisnah forschen, das heißt, sich auch überlegen können, welchen Bedarf haben wir an Information, an Forschung innerhalb der Organisation und das auch in den Organisationen zu implementieren. Aber es geht natürlich auch darum, dass sie sich selbst führen, als Führungskraft, als Leitungskraft gut mit ihren Aufgaben zurechtkommen, aber auch als Person auch gut eine Work-Life-Balance zum Beispiel haben können. Ja, wo sind unsere Absolventinnen tätig? Welche Karriereoptionen haben sie, wenn sie unser Studium abgeschlossen haben? Einige unserer Studierenden oder Absolventinnen sind in der Geschäftsführung oder Leitung von sozialwirtschaftlichen Organisationen tätig. Andere haben sogar welche gegründet. Das können Vereine sein, das können gemeinnützige GmbHs sein, aber auch sozialökonomische Betriebe oder Social Business. Viele unserer Absolventinnen sind aber auch in der Leitung von Fachbereichen, Abteilungen oder Sozialzentren tätig. Sie sind in Ausbildungsbetrieben, in Kindergärten, Tagesstätten, Wohnhäusern, Notschlafstellen tätig, in Beratungszentren. Sie leiten zum Beispiel auch ambulante Dienste. Manche leiten auch Teams, also eher auf der zweiten Führungsebene oder arbeiten in speziellen stationären Einrichtungen mit oder in ambulanten Angeboten der Sozialwirtschaft, der sozialen Arbeit oder auch der Gemeinwesenarbeit. Einige Absolventinnen sind auch in internationalen Projekten tätig oder internationalen Organisationen. Wir haben auch Absolventinnen, die zum Beispiel in klassischen Stabstellen landen, also im Marketing, im Fundraising oder im Personalmanagement, in der Personalentwicklung oder auch im Qualitätsmanagement. Oder andere wiederum landen in sehr spezifischen Stabstellen. Also dort geht es um Themen wie Digitalisierung, Innovation, Grundsatzabteilungen, Gender Diversity, Inklusion, Zukunftsabteilungen zum Beispiel oder auch Projektabteilungen. Einige unserer Absolventinnen lehren oder sind auch als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an Forschungseinrichtungen oder Forschungsprojekten tätig. Also auch das ist eine Karriereoption, die Ihnen nach Abschluss des Studiums offen steht. Ich habe hier eine Übersicht über einige ausgewählte Arbeitgeberinnen unserer Absolventinnen. Wenn Sie auf dieser Liste sehen, dann finden Sie die ganz großen Organisationen, die sehr viele Sozialarbeiterinnen, aber auch andere Berufsgruppen beschäftigen, wie die Caritas, die Diakonie,
Hilfswerk oder Volkshilfe, Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund. Sie finden da aber auch ausgelagerte Bereiche aus der Verwaltung wie den Fonds Soziales Wien oder die MA11 oder auch vorgelagerte Einrichtungen wie die Sucht- und Drogenkoordination, hochspezialisierte Einrichtungen wie Verein Dialog oder Verein Neustadt zum Beispiel und auch ganz kleine Einrichtungen, Mut und Feder zum Beispiel oder Sindbad, das kleinere Einrichtung, das sogenannte Social Business. Also Sie sehen hier auch, es sind auch verschiedene Handlungsfelder der sozialen Arbeit hier vertreten. Also wir haben ein sehr breites Spektrum, aber Sie sehen zum Beispiel auch, vielleicht nicht ganz so logisch gleich, Volkshochschule oder UNICEF auch als potenziellen Arbeitgeber für die Zukunft. Welche Zugangsvoraussetzungen sollten Sie mitbringen? Sie brauchen auf alle Fälle ein Bachelorstudium mit 180 ECTS. Das heißt, in vielen Fällen ist das Bachelorstudium oder ein Diplom für soziale Arbeit. Aber wir können sagen, in unserem Studienprogramm sind das ungefähr so 40-50% aller Studierenden. Alle anderen bringen andere Abschlüsse mit, zum Beispiel auch noch die Diplome an der Akademie für soziale Arbeit oder einen Bachelor in Sozialwissenschaften. Da gibt es zum Beispiel manchmal auch Kultur- und Sozialanthropologie, Politikwissenschaft, Soziologie oder Bildungswissenschaften, Philosophie, Psychologie. Auch Absolventinnen von pädagogischen Hochschulen studieren bei uns, mitunter manchmal auch Absolventinnen einer betriebswirtschaftlichen Studienrichtung oder einer volkswirtschaftlichen Studienrichtung. Das heißt, wir haben ein sehr breites Spektrum und potenziellen Möglichkeiten, dass Sie bei uns auch weiter studieren können, Ihren Master machen können. Es können auch gleichwertige ausländische Zeugnisse sein. Da schauen wir uns dann immer an, inwiefern das den Situationen und den Anforderungen der österreichischen Bildungslandschaft auch entspricht. Wichtig ist für uns, dass Sie Erfahrung im sozialen Sektor mitbringen. Das ist etwas für uns, das gleichwertig wichtig ist, wie auch eine passende Ausbildung, die Sie mitbringen, weil wir in vielen Fällen ja bei Ihren beruflichen Erfahrungen auch im Unterricht andocken möchten. Das heißt, je mehr Sie natürlich schon an Erfahrung mitbringen, vor allem in der sozialen Arbeit, aber auch in Sozialorganisationen, in anderer Funktion oder auch aus dem Ehrenamt, desto leichter können Sie natürlich auch bei unseren Studieninhalten andocken und desto mehr profitieren Sie auch von unseren Angeboten. Ja, wir haben pro Jahr 49 Studienplätze. Wir nehmen zumeist 54 Studierende pro Jahr auf. Das Masterstudium umfasst 120 ECTS, die sich eben auf 4 Semester aufteilen. Wir sind berufsbegleitend. Das heißt, wir sind so organisiert, dass ein Teil eben in Präsenz stattfindet, aber der wesentlich größere Teil ist eigentlich in Fernlehre bzw. im Selbststudium zu erledigen. Das heißt, Sie haben im Schnitt einmal im Monat einen Präsenzblock am Donnerstag bis Samstag von 9.45 Uhr bis 17.15 Uhr. Das ist gut zu schaffen, aber es gibt auch viel zu tun zwischen den Blöcken. Das heißt, Sie müssen sich schon darauf einstellen, dass Sie 20, 25 Stunden pro Woche für das Studium auch einplanen müssen. Das heißt, das ist eben dann Prüfungsvorbereitung, Hausübungen, aber auch mal ein Webinar ansehen, auch eine Gruppenarbeit mit anderen Kollegen erledigen. Also viele verschiedene Sachen. Insgesamt, sagen wir, hat diese Distanzphase rund 40% unseres gesamten Lehrangebots. Ja, Studienbetrag ist 450 Euro pro Semester. Vielleicht so ein paar Worte auch noch zu der, wie kann man sich das vorstellen, das berufsbegleitende Studieren? Es ist eben eine Mischung aus Präsenz- und Distanzphasen. Sie können sich das so ein bisschen als Slalomlauf vorstellen, dass sich in Präsenz- und Distanzphasen abwechseln und je nach Unterrichtsgegenstand oder auch nach Lehrenden ist es ein bisschen unterschiedlich auch gelebt. Aber im Prinzip kann man sagen, eben in den Distanzphasen geht es darum, dass Sie sich auf die Lehre vorbereiten, dass Sie Hausübungen machen, dass Sie Lehre auch nachbereiten im Sinne von Verdauen, auch reflektieren. Wir haben hier auch für alle unsere Lehrveranstaltungen Moodle-Kurse, also diese Moodle-Lernplattform eingerichtet. Auf der finden Sie dann immer auch laufend die To-Dos für sich selbst mit den Abgabefristen. Das heißt, es ist schon ein intensiver Prozess, und den man sich eben so als Slalom vorstellen kann. Und am Ende steht dann immer natürlich die Leistungserbringung. In diesem Beispiel hier hätten wir jetzt entweder eine schriftliche Prüfung oder eine
Präsentation einer Gruppenarbeit oder eine Abgabe einer Seminararbeit. Also das ist das, was Sie sonst auch so vom Studienbetrieb vermutlich sehr gut kennen. Wir haben ein breites Team an Expertise bei uns in unserem Lehrgangsteam. Wir haben Kolleginnen, die kommen aus der Soziologie, wir haben Kolleginnen, die kommen aus der Betriebswirtschaft, Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen. Also wir haben viele unterschiedliche Perspektiven, Juristinnen zum Beispiel. Wir haben viel Praxiserfahrung. Alle unsere Lehrenden haben direkten Bezug zur Sozialwirtschaft oder zur sozialen Arbeit. Das heißt, es ist für uns sehr wichtig, auch in den Lehrveranstaltungen sie nicht nur mit Fachwissen auszustatten und ihnen die Möglichkeit zu geben, hier Kompetenzen aufzubauen, sondern natürlich auch nahe an ihren Handlungsfeldern zu sein. Denn wir glauben, je näher es an ihren Tätigkeiten ist, desto leichter ist auch dieser Lernerfolg zu schaffen, desto mehr profitieren sie auch von unserer Ausbildung. Ja, ich möchte Ihnen jetzt die 4 Semester vorstellen. Wie gesagt, jedes Semester hat 30 ECTS, in Summe 120 ECTS. Und im ersten Semester geht es einmal so ein bisschen in das mal hineintauchen in die Sozialwirtschaft. Also wir beginnen mit einer Einführungslehrveranstaltung. Es geht auch um soziale Arbeit als Profession und Disziplin für all jene, die nicht soziale Arbeit studiert haben. Allen anderen wird das angerechnet. Es geht hier ums Eintauchen in organisationale Aspekte, in Organisationstheorien, in Formen der Organisationen, in Strukturen von Organisationen. Mit Organisationen in Verbindung steht natürlich auch immer die Art und Weise, wie sie Leistungen erbringen, wie sie Prozesse gestalten, wie gut sie ihre Qualität erbringen oder erhalten können. Das wird das Thema im Qualitätsmanagement sein. Stark mit der Qualität in Verbindung steht das Thema Wirkungsorientierung, also die Frage, was möchte ich als Sozialorganisation bei meinen Klientinnen auch verändern, verbessern, wie möchte ich deren Lebenslage verbessern, aber auch die Frage, welche gesellschaftliche Wirkung möchte ich entfalten, also wie möchte ich auch insgesamt in die Gesellschaft hineinwirken. Das ist Thema in der Lehrveranstaltung Wirkungsorientierung. Wirkungsorientierung steht auch stark im Zusammenhang mit verschiedenen Aspekten rund um die Forschung, die wir Ihnen auch mitgeben wollen. Im ersten Semester tauchen Sie aber auch schon in betriebswirtschaftliche Bereiche ein. Sie werden Rechnungswesen kennenlernen und hier mit ein paar Grundlagen auch mal zu tun bekommen. Wir haben gerade beim Thema Rechnungswesen auch ein Tutorium eingerichtet für all jene, die noch nie mit Rechnungswesen zu tun haben, dass sie da hier auch gut begleitet werden. Im ersten Semester geht es aber auch, und das hängt auch wieder gut mit zusammen mit dieser Einführungslehrveranstaltung in Sozialwirtschaft, mit der Frage, welche Rechtsformen gibt es zum Beispiel von sozialwirtschaftlichen Einrichtungen? Welche wichtigen Aspekte des Zivilrechts gibt es hier auch zu bedenken? Neu ist auch im neuen Programm die Lehrveranstaltung Umgang mit Komplexität. Also wir wollen hier den Bogen schaffen von einerseits von der Komplexität, mit der Organisationen beschäftigt sind, bis hin zur Frage der Komplexität jetzt hier im Studienprogramm, was das auch für Sie bedeutet, mit dieser Komplexität umzugehen. Und wir wollen hier auch eine Anknüpfung bis zur Masterarbeit für Sie schon schaffen. Das heißt, es ist hier ein bisschen ein breiteres Feld, wo wir auf verschiedenen Ebenen Komplexitäten bearbeiten wollen. Meine Kollegin Helga Eberherr wird zum Beispiel mit Ihnen auch Forschung und Evaluierungsdesigns bearbeiten. Das heißt, wir wollen hier den Grundstein legen, auch für die Arbeit mit verschiedenen Aspekten der Forschung, sowohl der qualitativen Forschung als auch der quantitativen Forschung. Wir wollen hier sehr praxisnah Ihnen zeigen, wo gibt es denn die Anknüpfungspunkte, warum Forschung gerade auch in Zukunft sehr wichtig werden wird in sozialwissenschaftlichen Einrichtungen. Und ebenso eine wichtige Grundlage ist eben die Frage des Leadership und des Selbstmanagements, das nicht nur wahrscheinlich im Studium wichtig ist, sondern vor allem dann auch im Nachgang, dann, wenn Sie vielleicht eine Leitungsfunktion übernehmen oder ein Social Business gründen wollen oder eine Verantwortung in einem Projekt haben, dann geht es auch um diese Aspekte natürlich sehr stark. Ja, im zweiten Semester dürfen Sie sich vor allem auf die Spring School freuen. Die Spring School ist ein Format, das jedes Jahr ein neues Thema in das Studienprogramm bringt. Also im heurigen Jahr werden wir uns mit nachhaltiger Entwicklung in der Sozialwirtschaft auseinandersetzen. Nächstes Jahr wird Sie dann ein anderes Thema erwarten. Das heißt, hier geht es darum,
unter dem Motto Internationalisieren at Home. Wir laden hier Expertinnen ein aus verschiedenen Ländern. Es gibt einen Konferenztag und es gibt dann meistens auch einen sehr praktischen Teil, wo Sie 2 Tage lang auch in Workshops oder in anderen praktischen Settings hier auch arbeiten. Ja, Sie tauchen aber auch stärker noch in die betriebswirtschaftlichen Aspekte ein, zum Beispiel ins Controlling. Und wir wollen auch alle zum Bereich Personalmanagement mit Ihnen arbeiten. Hier gibt es einen Schwerpunkt fast in diesem Semester. Hier geht es einerseits um Inklusion und Diversitätsaspekte, die sich natürlich sowohl auf Personal als auch auf die Arbeit mit Klienten bezieht. Aber es gibt hier auch ums Arbeitsrecht zum Beispiel. Und weiter unten in der Liste finden Sie dann auch das Personalmanagement selbst, wo wir eben die gesamten Aspekte von der Personalakquise bis zur Personaleinführung, Personalentwicklung auch mit Ihnen gemeinsam bearbeiten. Wir glauben auch, dass sozialpolitische Grundlagen sehr wichtig sind. Auch wollen wir hier einen guten Bogen schaffen zwischen der österreichischen Sozialpolitik und den Entwicklungen in der Europäischen Union, die natürlich auch sehr wichtig sind, gerade in der Sozialwirtschaft. Damit in Verbindung steht auch das Thema der Sozialplanung und der Sozialberichterstattung. Also wie kann man Daten aufbereiten, wie kann man aus Sozialplanungsunterlagen vielleicht auch für die Gestaltung neuer Angebote hier Daten herauslesen. Und wenn wir schon beim Thema Daten sind und Datenverarbeiten sind, wollen wir hier auch schon mit Ihnen gemeinsam den Startschuss für Ihre Masterarbeit setzen. Das heißt, es gibt hier den Forschungsthemenpool, bei dem Sie verschiedene potenzielle Masterarbeitsbetreuerinnen kennenlernen, auch erfahren, welche Themen diese Betreuerinnen besonders interessiert, und Sie können schon bei diesem Forschungsthemenpool auch Ihre Ideen einbringen, worüber Sie gern schreiben würden, und haben hier mal den ersten Kontakt. Und in der Lehrveranstaltung Konzept Masterarbeit soll das eben auch noch weitergeführt werden. Das heißt, Ziel ist eben, dass Sie am Ende des Semesters ein erstes kleines Konzept haben, in welche Richtung Ihre Masterarbeit gehen soll. Ja. Ebenfalls ein wichtiger Aspekt ist das Sozialmarketing. Das heißt, die Frage, wie kann ich über das, was ich tue, einerseits kommunizieren, aber Marketing ist ja nicht nur Kommunikation, sondern auch die Gestaltung von Angeboten und vielen Aspekten, die dazukommen. Also wir wollen Ihnen hier das Rüstzeug geben, um auch eben neue Angebote, auch bestehende Angebote besser, unter Anführungszeichen, am Markt zu platzieren und auch an den Mann, an die Frau zu bringen. Am Ende des 2. Semesters steht der erste Synthese-Workshop, ein neues Format auch, in dem wir mit Ihnen gemeinsam bearbeiten wollen. Was sind denn so Ihre zentralen Learnings aus den ersten 2 Semestern? Und wie sehen Sie denn, was hat sich bei Ihnen getan? Was nehmen Sie mit? Wie sehr haben Sie schon ein Profil aufgebaut? Also dass wir zu diesem Thema des Synthese-Workshops eins sein. Im 3. Semester geht es ganz stark um internationale Aspekte. Da möchte ich gerne meine Kollegin Helga Eberher kurz übergeben. Ja, schönen guten Nachmittag, Abend auch von meiner Seite. Genau, Intercultural Project in Social Economy. So heißt diese Lehrveranstaltung. Die ist im Zeichen der Auslandsmobilität. Das bedeutet, Sie werden im 3. Semester im circa 10 Tage im Ausland verbringen. Wir sind, wie Sie vielleicht auf der Webseite gesehen haben, erwerben Sie den Abschluss European Joint Degree Master in Sozialwirtschaft und soziale Arbeit. Das bedeutet, wir haben ein internationales Netzwerk, sogenannte Joint Degree Partner. Das sind Universitäten, Hochschulen innerhalb Europas, also da gehört dazu Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Deutschland, Ungarn, genau. Ich glaube, ich habe alle genannt. Und in einem von diesen Standorten oder Joint Degree Länder, Partnern, werden Sie im 3. Semester das Intercultural Project in Social Economy, den Auslandsaufenthalt, absolvieren. Also da ist speziell eben auch die internationale, die europäische Dimension, also Stichwort Sozialpolitik auf europäischer Ebene, aber eben auch die lokale Ausgestaltung, könnte man sagen, von sozialwirtschaftlichen Einrichtungen in unterschiedlichen Ländern zentral im Fokus. Ja, soweit mal dazu. Wenn Sie da noch mehr wissen wollen, gerne im Chat bzw. Ihre Fragen formulieren in den F und also ja, Fragen und Antworten. Dankeschön. Ja, also der Auslandsaufenthalt dauert eben so 10 bis 14 Tage.
Und als Vorbereitung bekommen Sie auch noch was mit von uns, nämlich bekommen die Lehrveranstaltung Projektmanagement und EU-Förderungen noch, sagen als Vorbereitung mit, damit Sie sich dort vor Ort auch ein cooles Projekt überlegen können und sich auch überlegen können, wie Sie das auch zum Beispiel mit EU-Fördertöpfen dann auch finanzieren könnten. Ja, passend dazu ist auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Innovationsmanagement. Wenn man was Neues einführt oder ins Leben ruft, dann gilt es, das ja auch nach außen speziell zu kommunizieren an verschiedene Stakeholderinnen Gruppen. Das lernen Sie in der Lehrveranstaltung Öffentlichkeitsarbeit. Wichtig erscheint uns auch, sich überhaupt mit dem Thema Innovationsmanagement zu beschäftigen. Das heißt also hier auch, wie kann man Innovationsprozesse starten innerhalb einer sozialwirtschaftlichen Organisation. Und Innovationen kosten meistens auch Geld, ja, oder müssen auch mittelfristig, langfristig finanziert werden. Das heißt, hier dockt auch die Lehrveranstaltung Finanzierung in der Sozialwirtschaft an. Es ist nicht nur für Innovationen, natürlich auch für alle anderen Angebote, die Sie haben innerhalb der Organisation. Ja, Sie bekommen im dritten Semester auch schon viel für die Masterarbeit mit. Es geht in der Lehrveranstaltung angewandte Empirie, zum Beispiel um Erhebungsmethoden, um Sampling, um qualitative und quantitative Forschung. Sie werden in Masterarbeit Teil 1 auch schon Ihr Exposé entwickeln und mit der Masterarbeit beginnen. Und eine neue Lehrveranstaltung ist auch im dritten Semester Nachhaltigkeitsmanagement und Green Controlling. Das heißt, hier geht es um die Frage, wie können sozialwirtschaftliche Organisationen einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten und das auch nach innen leben. Übrigens immer dort, wo ENDE steht, ist die Lehrveranstaltung meistens gemischt, Deutsch und Englisch. Manchmal könnte es auch dann nur Englisch sein. Und Sie sehen, manchmal steht auch EN dabei, dann ist die Lehrveranstaltung nur auf Englisch angeboten. Ja, dann ist schon das vierte Semester, mit dem Sie wieder eine Spring School erwartet zu einem anderen Thema. Es geht weiter auch intensiv an der Masterarbeit mit dem Thema angewandte Empirie 2, wo es speziell um Auswertung geht und verschiedene Möglichkeiten im Sinne der qualitativen und quantitativen Forschung, aber wo Sie auch intensiv weiter an Ihrer Masterarbeit dran sind, auch hoffentlich dann schon recht bald die Masterprüfung ablegen. Und davor sind noch drei Dinge auch noch zu absolvieren. Einerseits das Fach der strategischen Unternehmensführung, wo es stark darum geht, zu sagen, wie kann ich eine Organisation für die Zukunft fit machen, wie kann ich Organisationsentwicklung betreiben, wie kann ich Visionen und Missionen in den Blick nehmen. Aber Sie haben hier auch dann die Möglichkeit, eines von drei unserer Wahlfächer zu besuchen. Das heißt, Sie können sich entweder für Unternehmensgründung oder Wirkungsmessung oder Digital Leadership entscheiden. Also Wirkungsmessung, Wirkungsorientierung hatten wir im ersten Semester, aber wenn es darum geht, dann Wirkung wirklich nachzuweisen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten auch, die wir mit Ihnen bearbeiten wollen. Digital Leadership soll Sie eben darauf vorbereiten, wie Sie im digitalen Zeitalter Organisationen auf digitale Veränderungen vorbereiten, wie Sie mit digitalen Teams zurechtkommen. Und Sie haben hier auch noch eine spezielle Möglichkeit. Sie dürfen dann aus einer noch nicht existierenden Liste von anderen Angeboten, aus anderen Studienprogrammen eventuell auch was auswählen. Das heißt, Sie können anstatt des Wahlfachs bei uns auch in drei oder vier anderen Studienprogrammen eine Lehrveranstaltung besuchen. Da gibt es dann davor noch rechtzeitig die Informationen, was die Erweiterung dieser Wahlmöglichkeiten betrifft. Ja, und am Ende des vierten Semesters erwartet Sie noch einmal ein Synthese-Workshop, wo wir mit Ihnen natürlich die Learnings des gesamten Studiums noch einmal bearbeiten wollen. Helga Eberherr hat schon erwähnt, wir sind ein Joint-Degree-Programm mit eben verschiedenen Hochschulen. Wir haben 5 echte Joint-Degree-Partner und einen sogenannten Mobility-Partner. Das heißt, dort kann man auch den Auslandsaufenthalt, diesen 10 bis 14 Tagigen absolvieren, und die anderen sind echte Joint Degree Partner, wo Sie eben auch den Abschluss dieser Hochschule bekommen. Was bedeutet das Joint Degree? Das heißt, dass ein Viertel aller ECDS, die Sie im Studium absolvieren müssen, unter der Verantwortung der ausländischen Hochschule erworben werden. Wir haben in ganz vielen Fächern Team Teaching, das heißt, Sie kommen Kolleginnen aus unterschiedlichen Partnerländern, Partnerhochschulen nach Wien. Und es werden Teile der Lehrveranstaltung auf Englisch gehalten, Teile auf Deutsch, und Sie bekommen hier auch einen guten Einblick, zum Beispiel wie die Situation in Deutschland, in der Tschechischen Republik, in Polen ist zum Beispiel.
Wir haben die Spring School 1 und 2 ja auch immer mit internationalen Gästen, also auch hier oftmals eben englische Vorträge, und wir haben eben den verpflichtenden zweiwöchigen Auslandsaufenthalt im dritten Semester, der auch noch dazu gerechnet wird. Ja, Sie schließen mit dem Titel Master of Arts in Social Science ab und eben erwerben ein Joint Degree mit den europäischen Partnerhochschulen. Vielleicht haben Sie eh schon gesehen, wir sind momentan nicht in unserem Hauptstandort im Verteilerkreis in der Favoritenstraße zu finden, sondern voraussichtlich bis 2024 im dritten Bezirk in der Kelsenstraße 2 in einem eigenen Gebäude untergebracht. Hat den Hintergrund, dass am Hauptstandort Bauarbeiten sind und wir hier dazwischen warten müssen, bis das neue Gebäude fertig ist und wir wieder zurück übersiedeln können. Aber es erwartet sich hier auch eine sehr gute Infrastruktur vor Ort und ein perfekt organisierter Studienbetrieb. Also Sie werden den Hauptstandort vermutlich gar nicht so sehr vermissen. Ja, vielleicht noch zum Schluss ein paar Informationen zum Aufnahmeprozess. Also so normalerweise ist immer Jänner bis Mai eben unsere Online-Bewerbungsphase. Die Online-Bewerbung, wenn Sie es vielleicht schon gemacht haben, haben Sie gemerkt, das kann man sehr schnell abwickeln. Hier gibt es eine Maske, wo man ein paar Daten eingeben muss, wo man kann das in 3 bis 5 Minuten vermutlich erledigen. Sie bekommen dann eine Einladung per E-Mail und eine Aufforderung mit der Bitte um Zusendung weiterer Unterlagen. Die prüfen wir dann. Und zumeist gibt es dann, wenn das alles passen sollte, so Ende Mai eine Information, dass im Juni Aufnahmegespräche stattfinden. Und ein Aufnahmegespräch bedeutet, dass Sie mit einem der Kollegen aus dem Team oder mit mir hier ein Gespräch führen, wo wir Ihre Motivation ein bisschen herausfinden wollen und Sie kennenlernen wollen. Und wenn alles gut geht, erhalten Sie Mitte, Ende Juli dann die Zusage für einen Studienplatz. Also so ist das übliche Prozedere. Gerne, wenn Sie immer Fragen haben, per E-Mail an sovosec@fhcampus-wien.at. Wenn Ihnen noch Fragen einfallen, gerne ein E-Mail schicken und wir beantworten Sie dann auch gerne per E-Mail. Ja, in diesem Sinne sind wir gespannt auf Ihre Bewerbungen. Wir freuen uns darauf und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und hoffentlich bis bald. Genau, dem schließe ich mich an. Schönen Abend. Wiedersehen.